Das römische Weltreich. Vor 2000 Jahren sandte es seine Legionen zu uns nach Germanien. Hier eroberten sie weite Landstriche. Wie sie das schafften und was die Römer alles im Gepäck hatten, das möchte ich Ihnen in den kommenden 45 Minuten verraten. Die Römer bauten die ersten richtigen Straßen. Noch heute führen viele unserer Bundesstraßen über ihre Routen. Entdecken Sie mit uns, mit was für einem ausgeklügelten System die Römer am Grenzwall Limes ihre neuen Provinzen sicherten und wie ihre Flotte Rhein und Donau zum streng bewachten nassen Limes machte. Wie fühlt es sich an, so ein römisches Kriegsschiff zu rudern? Ja, wie gelang es den Römern überhaupt, den Südwesten Deutschlands zu erobern? War ihre technisch überragende Kriegsmaschinerie die Geheimwaffe gegen die Germanen? Oder waren die römischen Speere einfach besser? Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Zeitreise. Auf den Spuren der Römer. Beginnen wir ganz vorn. Aus einer kleinen Siedlung am Tiber entstand die mächtigste Stadt der Antike, Rom. Bald beherrschten ihre Legionen ein Weltreich, das den gesamten Mittelmeerraum umschloss. Doch die Römer wollten mehr. Nördlich der Alpen lag das Land der Germanen. Schroffe Felsen, Eis und Schnee, all dies konnte die erfolgsverwöhnten Eroberer schließlich nicht mehr zurückhalten. Hier in den Alpen beginnt meine Spurensuche. Jedes Jahr kommen Millionen Menschen über die Alpen. Vor 2000 Jahren waren die Berge dagegen noch ein echtes Hindernis und lange Zeit die natürliche Grenze der Römer zu den Barbaren, wie sie unsere Vorfahren nannten. 15 vor Christus machten sich die beiden Feldherren Drusus und Tiberius dann auf, den Norden zu erobern. Und Drusus nahm die Strecke hier über den Fernpass, die Straße, auf der ich jetzt gerade fahre, und führte so seine Legionen zu uns. Geteerte Straßen gab es damals natürlich noch nicht. Die römischen Soldaten mussten sich durch unwegsames Gelände quälen. Drusus wählte bewusst den Sommer für seinen Alpenfeldzug, damit seine Marschkolonnen nicht auch noch dem schlechten Wetter ausgesetzt waren. Auf die Militärs folgten Händler und Beamte. Sie reisten schon etwas bequemer, auf zügig ausgebauten Fernstraßen wie der Via Claudia. Diese wurde zu einer Hauptverkehrsachse von Italien nach Germanien. Bis heute folgt die Passstraße ihrem Verlauf. Schon damals waren die Pässe über die Alpen wichtige Lebensadern. Nach den Legionären nutzten sie die römischen Händler, um ihre Waren im gesamten römischen Reich zu verteilen. Ihre eisenbeschlagenen Wagenräder hinterließen dabei Spuren wie diese hier. Und wie diese römischen Wagen aussahen, das wissen wir auch von Reliefs. Oft zogen Ochsen die schweren Gespanne. Der Hund war schon damals ein treuer Begleiter des Kutschers. Das war auch gut so, denn auf einsamen Streckenabschnitten lauerten häufig Räuber. Hund und Herr waren daher froh, wenn sie eine Raststation wie diese erreichten, die in regelmäßigen Abständen an den Römerstraßen verteilt waren. Für Sicherheit sorgten Militärpatrouillen. Sie waren schwer bepackt, besonders wenn es durch unsicheres Gebiet oder Feindesland ging. Bis zu 30 Kilo Ausrüstung und Waffen schulterte ein Legionär. Dafür war er aber autark und immer und überall sofort einsatzfähig. Das Schuhwerk der römischen Soldaten wirkt dagegen zunächst weniger durchdacht. Doch die Sandalen, mit denen auch Drusus über die Alpen zog, waren aufgerüstet. Solche Nägel sind eine der wenigen Spuren, die Archäologen von Drusus Feldzug über die Alpen gefunden haben. Und solche Nägel gehörten zu solchen Schuhen. Das sind römische Militärstiefel, sogenannte Caligae. Und die Nägel waren in die Sohle der Schuhe gehämmert, damit die Legionäre besseren Halt hatten.
Doch konnte man damit wirklich Fels und Eis überqueren und ein Weltreich erobern? In einem groß angelegten Versuch wollen experimentierfreudige Römerforscher das herausfinden. Alles beginnt in der Schmiede von Alexander Zimmermann. Exakt nach den antiken Vorbildern, den gefundenen Schuhnägeln von den Alpenpässen, schmiedet er in Handarbeit hunderte neuer. Ein römischer Schuster, der im normalen Leben übrigens IT-Spezialist ist, näht einen speziellen Sohlenbesatz in die Militärstiefel. In denen werden später die Nägel gehämmert. Alles geschieht in Handarbeit. Unzählige Arbeitsstunden stecken in dem Sandalenexperiment, ehe es richtig losgehen kann. Dann ist es endlich soweit. Drei Testlegionäre wechseln das Schuhwerk. Erste Station, Fußballplatz. Die Kallige geben guten Halt. Die Nägel in der Sohle wirken wie die Stollen von modernen Fußballschuhen. Auch auf Waldboden überzeugen die Sandalen der Römer. Sie liegen gut am Fuß und sind rutschfest. Doch wie steht es mit dem Tragekomfort? Gerade wenn man mehrere Stunden in den Dingern läuft und mit hoher Belastung. Im Gegensatz zu heutigen Schuhe verfügen die Römischen natürlich über kein Fußbett, über keinen Absatz. Was uns natürlich bei ungeübten Leuten einfach ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil sie dann irgendwie immer Sehnen und sonstiges auch ein bisschen verhärtet. Auf lange Asphaltstrecke zu laufen, also ein glatter Boden, der keinen Unterschied dann auch wieder macht beim Schritt, ist anstrengend. Ansonsten, wie gesagt, im Gelände super. Und es war wahrscheinlich auch in der Antike so. Doch was, wenn die genagelte Sohle abgelaufen war? Für solche Fälle wurde den Legionären sogenanntes Nagelgeld ausbezahlt. Damit konnten sie sich bei Bedarf neue Nägel kaufen und von einem Schuster die abgelatschten Nägel in ihren Sandalen ersetzen lassen. Als die Römer vor 2000 Jahren über die Alpenpässe zu uns in den Südwesten kamen, waren sie also bestens beschuht und schwer bepackt. Jetzt wissen wir schon mal, auf welchen Wegen und mit welcher Ausrüstung die Römer zu uns kamen. Aber wo haben sie gekämpft und gegen wen und welche Schlachten waren besonders wichtig? Dazu gucken wir uns hier in Mainz den Feldherrn Drusus mal ein bisschen genauer an. Dem haben die Römer hier nämlich den Drususstein gebaut. Der sah natürlich nicht immer so schmucklos aus wie heute. Damals war das Denkmal für Drusus, übrigens ein Stiefsohn von Kaiser Augustus, mit Reliefs verziert. Diese zeigten seine Heldentaten in Germanien. Herr Dr. Ruprecht, wieso hat denn der Drusus hier dieses Denkmal bekommen? Weil er hier sein militärisches Zuhause hatte. Die Alpen waren erobert, Süddeutschland war erobert, Drusus sollte das Römische Reich bis an die Elbe erobern, tat er auch. Von hier rückte er aus mit Tausenden von Soldaten, in Mainz war eine große Garnison. Und hierher kam er auch wieder zurück im Jahre 9 vor Christus, aber eben tot. Tot, nicht im Kampf, eigentlich war Germanien besiegt, so konnte man annehmen. Nein, er war vom Pferd gestürzt. Reitunfall, würden wir heute sagen. Komplikation. Und er starb. Vielleicht, weil seine Soldaten nicht an einen so profanen Tod glauben wollten, geisterte bald eine Legende durch die Legionslager. Eine riesenhafte weiße Frau soll Drusus an der Elbe erschienen sein und ihn zum Rückzug aus Germanien bewegt haben. Auf dem Weg ins heutige Mainz starb der Feldherr schließlich. Hier wurde er aufgebahrt. Hier gab es die große Trauerfeier. Und dann wurde Drusus nach Rom geschafft. Und hier wurde eben mit Erlaubnis von Kaiser Augustus ein
Denkmal an ihn errichtet in Form eines Grabmals. Deshalb auch Leergrab genannt, denn er lag in Rom, aber hier wurde an ihn erinnert. Drusus erhielt nicht nur dieses Denkmal. Zudem wurde ihm der Beinamen Germanicus verliehen. Das überrascht etwas, schließlich konnte er die Elbe als Grenze nicht halten. Und trotz moderner Pfeilgeschütze schafften es seine Legionäre nie, ganz Germanien zu erobern. Doch die Römer gaben nicht auf und drangen immer wieder über Donau und Rhein vor, bis ihnen eine Einheit gebot. Arminius, besser bekannt als Hermann der Cherusker. In den Wäldern Germaniens kam es im Jahr 9 nach Christus zu einer Entscheidungsschlacht. Der römische Feldherr Varus wurde von Arminius in einen Hinterhalt gelockt. In dem unwegsamen Gelände waren die römischen Truppen hilflos, denn ihre Hightech-Waffen versanken im Morast. 3 Legionen wurden vernichtet. Für Gerd Ruprecht eine taktische Meisterleistung der Germanen, die diesen Triumph jedoch nicht wiederholen konnten. Obwohl sie die Varusschlacht verloren haben, war die Kriegsmaschinerie der Römer in jenen Tagen überragend. Mit ihr haben sie es geschafft, ihre Provinzen über Jahrhunderte zu verteidigen. Ein Beispiel für die waffentechnische Überlegenheit der Römer über die Germanen war dieses Pfeilgeschütz Scorpio. So ein Scorpio, natürlich ein Nachbau, soll im Fraunhofer-Institut im badischen Kandern untersucht werden. Auf seine Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Mit modernsten Super-Zeitlupenkameras wollen Forscher herausfinden, wie effektiv diese Fernwaffen waren. Die Spannung steigt. Der erste Pfeil, immerhin 120 Gramm schwer, wird eingelegt. Wird die Aufprallenergie ausreichen, um den Schild zu durchschlagen? In der Superzeitlupe wird deutlich, mit welcher Wucht das Geschoss den dreilagigen Holzschild durchbohrt. Eine tödliche Waffe, wenn man sich nicht hinter dicken Palisaden schützen konnte. Oder half vielleicht eine Rüstung aus Eisen? Der Helm eines Legionärs wird anvisiert, aus 20 Metern Entfernung. Auch in diesem Fall hätte es kaum eine Überlebenschance gegeben. Fortsetzung des Experiments auf freiem Feld. Ein Weitschussversuch soll ermitteln, auf welche Entfernungen der Scorpio eingesetzt werden konnte. Erst wenn die Luft rein ist, keine Spaziergänger im möglichen Schussfeld herumlaufen, heißt es Feuer frei. Wie aus dem Nichts bohrt sich der Pfeil in den Acker. Wenn man sich vorstellt, dass die Römer oft 100 solcher Geschütze mit sich führten, wird klar, wie sie damit Feinde auf Distanz halten konnten. Immerhin flogen die Pfeile mehr als 200 Meter weit. Und in den Römerkastellen lagerten neben den relativ leichten Pfeilgeschützen auch noch ganz andere Kaliber. Katapulte. Ganze Batterien. Mit diesen schweren Waffen schossen die Römer zum Beispiel Festungen sturmreif, bevorzugt mit Brandgeschossen. Hinzu kam eine ausgefeilte Taktik. Nachdem die Artillerie ihre Vernichtungsarbeit verrichtet hatte, rückten die Fußtruppen vor. Sie erledigten im Nahkampf die Gegner, die noch nicht tot oder geflohen waren. Die Armee war der Stolz der Römer. Die Legionäre bildeten das Fundament ihres Imperiums. Klare Ordnung und Befehlsstrukturen waren ein Erfolgsgeheimnis gegenüber den oft zerstrittenen Germanen.
Es wurden mehr Kriege mit dem Spaten gewonnen als mit dem Schwert, schrieb ein römischer Chronist. Es galt die eiserne Regel, ist die Truppe auf dem Marsch, sind täglich provisorische Befestigungen anzulegen, als Schutz vor Überraschungsangriffen. Deckung spart Blut, so die pragmatische Strategie. Heldentum kam erst an zweiter Stelle. Eine Zeltbesatzung, ein Kontubernium, war die kleinste organisatorische Einheit der Armee. In jedem Zelt lebten 8 Männer, die nicht nur eine Kampf-, sondern auch eine Haushaltsgemeinschaft bildeten. Sie marschierten und schanzten zusammen und bereiteten gemeinsam ihr Essen zu. Jedes Kontubernium hatte seine eigene Handmühle samt Getreidevorrat. Als Selbstversorger waren die Soldaten damit im Gelände relativ unabhängig, ein wichtiger militärischer Vorteil. Oft gab es den berühmt-berüchtigten Puls, ein Getreidebrei, der mit allem gerade Verfügbaren verfeinert wurde. Organisation ist das halbe Leben, nicht nur in der Küche. Auch als die Römer nach den Feldlagern befestigte Kastelle einrichteten, blieb das Leben der Soldaten durch eine Vielzahl von Vorschriften klar geregelt. Diese strenge Ordnung war den Germanen äußerst suspekt. Und tatsächlich hatten sie den gut organisierten Legionen der Römer nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Damit die Ordnung auch auf dem Schlachtfeld nicht verloren ging, stand auf dem Dienstplan der Legionäre täglicher Drill. Exerzieren. Die Römer wussten genau, wie jede Waffe wird auch das Pilo, der Wurfspeer der Legionäre, erst durch seinen Träger gefährlich. Dieser Speer, genauer gesagt dieses Pilum, war die Waffe des einfachen römischen Soldaten. Klassischerweise unterteilt in einen Holzschaft und eine Eisenstange mit Spitze. Der berühmte Julius Caesar schrieb über dieses Pilum, dass man damit mehrere Schilde durchbohren und zusammenheften konnte. Reine Propaganda oder war das hier wirklich eine geniale Konstruktion? Zurück in Kandern am Fraunhofer-Institut. Jetzt kommt das Pilum auf den Prüfstand. Unser Testwerfer, Alois Stauthammer, bereitet sich gewissenhaft vor. Die Vierkantspitze hat den Schild glatt durchschlagen. Und was Alois Stauthammer sofort auffällt, sie lässt sich nur schwer wieder herausziehen. Zweiter Versuch. Die Super-Zeitlupenkamera zeigt die perfekte Wurftechnik. Das 3 Kilo schwere Pilum trifft in einem flachen Winkel auf das Ziel und den dahinter montierten Panzer einer Rüstung. Welche Folgen hätte so ein Wurf für den getroffenen Gegner gehabt? Die Spezialisten sehen, dass die lange Eisenspitze mit großer Durchschlagskraft auf den Schild wirkt. Verletzungen sind bei solch einem Treffer zumindest wahrscheinlich. Noch spannender, dadurch, dass der Speer stecken bleibt, macht er mit seinem Eigengewicht den Schild unbrauchbar. Er wird für den Träger schlichtweg zu schwer. Haben die Römer also mit dem Pilum die germanischen Provinzen erobert? Oder war es die Artillerie? Oder waren letztlich die römischen Truppen einfach nur besser organisiert als die der Germanen? Wir kriegen das raus. Ich mache mich auf den Weg von Mainz nach Aalen. Auch dort hatten die Römer ein großes Militärlager errichtet. Mit diesem Kastell wollten sie die eroberten germanischen Provinzen schützen gegen die Barbaren im freien Germanien, die auf der anderen Seite des Grenzwalls Limes lebten. Das Reiterkastell hier in Aalen war das größte nördlich der Alpen.
Dr. Kempis, das kann aber noch nicht alles gewesen sein, oder? Nein, wir stehen zwar hier auf dem Gelände, aber das, was wir sehen, ist nur die Teilrekonstruktion einer der Reiterkasernen. Von denen gab es hier 12 Stück im Kastell. Die waren insgesamt 84 Meter lang und 24 Meter breit. Hier haben wir nur einen kleinen Ausschnitt rekonstruiert. Und wie viele Soldaten waren hier untergebracht? Also insgesamt im Kastell 1000 Reiter. Und in diesen Kasernen waren pro Raumeinheit 3 Reiter mit ihren Pferden untergebracht. Gucken wir uns doch mal an, oder? Ja, können wir machen. Stall und Unterkunft in einem. Genau. Die Pferde und die Reiter. Und Sattel aus Leder, aber ohne Steigbügel. Oder fehlen die hier einfach? Nee, die fehlen nicht. Der römische Sattel braucht keine Steigbügel und der römische Reiter braucht keine. Weil bei diesem Sattel sieht man diese Versteifung, diese Hörnchen, wo auch Metallplatten eingearbeitet sind. Und da hat der Reiter einen festen Sitz und kann auch Schwert und Schild benutzen, ohne runterzufallen. Weiter geht's im Nebenraum. So sah die Soldatenunterkunft aus? Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass hier 3 Soldaten auf diesen ca. 25 Quadratmetern gelebt haben. Wir haben eine relativ spartanische Einrichtung. Vor allen Dingen wichtig ist die Herdstelle auch, wo die Soldaten ihr Essen bereiten konnten. Und hatten jede Menge Ausrüstung dabei. Was ist das alles? Genau, also was wir sehen, ist hauptsächlich Teil dieses Kettenpanzers, der aus Eisen ja ist, aus Eisenringen und deshalb auch rosten konnte und gepflegt werden musste. Und weitere Ausrüstungsteile, wie jetzt zum Beispiel Helme, Schilde, Schwerter, waren eigentlich im ganzen Reich relativ ähnlich. Also wir können auch von der Archäologie her einzelne Dinge hier am Limes finden, die wir exakt in derselben Weise auch jetzt in Syrien oder am Hadrianswall in England finden können. Und war diese standardisierte Ausrüstung letztlich das Erfolgsrezept der Römer? Das war sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, dass immer genügend und gute Ausrüstung zur Verfügung stand. Wichtig ist aber auch die gesamte Befehls- und Ordnungsstruktur. Man kann das zusammenfassen unter den Begriffen Ordnung und Disziplin. Eine klare Rangordnung und Disziplin. Darauf war jede Legion aufgebaut. 100 Soldaten bildeten eine Zenturie. 2 Zenturien ein Manipel. 3 Manipel eine Kohorte. 10 Kohorten hatte jede Legion. Bei voller Mannschaftsstärke waren das 6000 Mann mit klaren Befehlsstrukturen von oben nach unten. Ein oft entscheidender Vorteil in der Hitze der Schlacht. Ein Beispiel für die Disziplin der Römer: Spezialformationen wie die Schildkröte. Sehr effektiv bei Beschuss von oben, zum Beispiel bei Belagerungen. Doch sie funktionierten nur, wenn alle mitmachten. Bedingungslos. Disziplin eben. Das Wort haben die Römer erfunden. Ausrüstung, Waffen, Unterkünfte und Organisation. Im ganzen Imperium Romanum waren sie standardisiert. Egal ob in Germanien, Syrien oder Britannien, die römische Armee war perfekt organisiert. Diese Überlegenheit brachte dem Südwesten in den ersten Jahrhunderten nach Christus lange Phasen des Friedens. Pax Romana. Aufgebaut auf den Schilden und Schwertern der Soldaten. Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg, war ein Leitspruch der Römer. Ihre massive Präsenz in den Grenzregionen am Limes und in den großen Kastellen war für die sonnenverwöhnten Soldaten zwar nicht immer einfach, aber sie sorgte für Stabilität und Sicherheit in den Provinzen. Im Zentrum eines jeden Kastells befand sich das Stabsgebäude, von dem wir hier noch die Grundmauern sehen. In dieser sogenannten Principia saß die militärische Führung. Hier wurden Ehrengeschenke der Truppe aufbewahrt und hier stand die Statue des Kaisers. Da die Römer ja eine Berufsarmee hatten und anders als die Germanen ausschließlich mit Kämpfen ihr Geld verdienten, war für die Soldaten besonders wichtig, was sich direkt hier unten drunter befand, nämlich die Kasse der Truppe. Was hat denn ein römischer Soldat so verdient im Jahr? Das ist natürlich in den verschiedenen Zeiten ein bisschen unterschiedlich. Man kann aber so grundsätzlich sagen, 250 Denare im Jahr, also Silbermünzen, für einen Legionssoldat so in der Zeit des Augustus. Es wirkt jetzt erstmal ein bisschen wenig.
Ja, aber das sind natürlich Silbermünzen, wenn man das anschaut. Also es hat auch einen hohen Materialwert und man kann jetzt in dem Münzsystem das natürlich verrechnen und sagen, eine solche Silbermünze war den gleichen Wert wie vier solcher Sesterzen und für solche vier Sesterzen konnte man zum Beispiel einen guten Liter Wein kaufen oder auch einen großen Sack Getreide. Die Soldaten an den Grenzen des Imperiums waren also gut versorgt. Sie lebten in befestigten Kastellen entlang des Limes und neben diesen Militärlagern entwickelten sich nach und nach große Städte wie Köln, Mainz und Regensburg. Ich fahre weiter, um mir den Limes aus der Nähe anzusehen. Dieser weltbekannte Wall war ein wichtiger Teil des ausgeklügelten Verteidigungs- und Grenzsystems der Römer. Meine Spurensuche entlang der 550 Kilometer langen Strecke ist ergiebig. Immer wieder finde ich Überreste des Grenzwalls, wie hier in Rheinau-Buch. Noch heute steckt der Limes voller Überraschungen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Limes, der ja aus Palisaden, teilweise aber eben auch aus Mauer bestand, auf einer Länge von 90 Kilometer gerade mal 30 Zentimeter von der idealen Gerade abweicht. Die Frage ist, wozu das Ganze? Schließlich wäre es ja viel sinnvoller gewesen, einfach das Gelände auszunutzen. Möglicherweise wollten die Römer einfach mal zeigen, was sie drauf hatten und den Germanen so richtig imponieren. Imponierend war der Limes auf jeden Fall. Ein schier unendlicher Zaun, der durch halb Deutschland verlief, mit 900 Wachtürmen, die jeweils in Sichtweite zueinander aufgestellt waren. Ein enormer Aufwand, der jedoch sinnvoll war, denn die Wachtürme waren Teil einer wichtigen Kommunikationskette. Bei einem Angriff konnten die Außenposten blitzschnell Alarm schlagen. Tagsüber mit Spiegeln, nachts mit Feuerzeichen. So warnten sie zunächst die benachbarten Wachtürme und schließlich die Truppen in den Kastellen, damit die Feinde abgewehrt werden konnten. Sicher ist, dass der Limes kein unüberwindbares Hindernis war. Mit ihm kontrollierten die Römer, wer im sogenannten kleinen Grenzverkehr ins Reich hineinkam und kassierten Zoll. Auch in Kriegszeiten hielt der Grenzwall allein die Feinde nicht ab. Erst das schnelle und flexible Eingreifen der herbeigerufenen Truppen machte die Stärke der Grenzverteidigung aus. Das galt besonders für die Flussgrenzen an Rhein und Donau, die mit Patrouillenbooten gesichert wurden. So verwildert waren die Ufer vor rund 2000 Jahren fast überall, denn damals schlingelten sich Rhein und Donau noch frei durch die Landschaft und änderten ihren Verlauf sozusagen mit jedem Hochwasser. Trotzdem waren sie die wichtigsten Grenzflüsse der Römer, denn sie trennten das Römische Reich vom freien Germanien. Deswegen werden sie auch Nasser Limes genannt. Im Vergleich zum echten Limes, also dem Grenzwall aus Palisaden, der 550 Kilometer ungefähr lang ist, war die Flussgrenze mit 3000 Kilometer jedoch erstens sehr viel länger und zweitens auch noch schwerer zu kontrollieren. Wie schafften es die Römer also, ihre nasse Grenze mit Booten effektiv zu schützen? Im pfälzischen Germersheim wagt man dazu ein aufwendiges Schiffsexperiment. Ein Jahr lang werden Planken angepasst, wird gehämmert, gehobelt und gebohrt. Wie die Römer wollen sie ihr Kriegsschiff bauen, mit den alten Techniken nach historischem Vorbild. Eine Herausforderung, denn die Bootsbauer der Antike haben keine Baupläne hinterlassen. Augenmaß und Fingerspitzengefühl sind gefragt, wenn das Schiff einst schwimmen soll. Doch die Bootsbauer um Gerrit Wagener wollen noch mehr. Das Ziel des Experimentes wird sein, Aussagen treffen zu können zu der Leistungsfähigkeit dieses Schiffstyps Navis Lusoria und aber auch zur generellen Leistungsfähigkeit dieses Grenzverteidigungssystems am Rhein und an der Donau. Tausende in Pech getränkte Nägel, alle in Handarbeit geschmiedet, werden verbaut.
Sie halten das Navis Lusoria, das spielerische Schiff, zusammen. Die Eichenplanken sind auf Stoß gearbeitet, das heißt Planke an Planke, ohne Überlappung. Das erfordert höchste Präzision, wenn die Bordwand dicht sein soll. Das 18 Meter lange und 2,70 Meter breite Römerschiff ist eine exakte wissenschaftliche Rekonstruktion. Maße und Form liefern ausgegrabene römische Schiffswracks. Es ist wie ein großes Puzzle. Nur aus den geborgenen Wrackteilen rekonstruieren Experten die Baupläne der römischen Marine. Münzen unter dem Mastfuß sollen dem Schiff und seiner Mannschaft Glück bringen. Eine Tradition, die schon die Römer kannten und die auch die Schiffsbauer in Germersheim gern übernehmen. Denn das Experiment steht vor einem entscheidenden Tag. Das Einsetzen der letzten Planken. Der sogenannte Totgang. Die letzte offene Stelle im Boot wird dicht gemacht. Jetzt muss alles passen. Perfekt. Die Bootsbauer haben ganze Arbeit geleistet. Die letzten Nägel werden in die Eichenplanken eingeschlagen und mit Wollfäden abgedichtet. Genauso, wie es die Römer gemacht haben. Es ist eine experimentelle Zeitreise zur römischen Flotte auf den Flüssen Germaniens. Schnelle und schwer bewaffnete Schiffe patrouillieren auf Rhein und Donau und sichern so das Imperium. Ganz so einfach war es dann aber nicht, denn die Flüsse von damals änderten nicht nur permanent ihren Verlauf, sie waren auch stark verzweigt und hatten viele Untiefen. Also eine große Herausforderung sowohl für die Schiffe als auch für die Mannschaften. Denn trotz aller Schwierigkeiten mussten die Wasserstraßen schwer bewacht werden. Schließlich wurden wertvolle Dinge darauf transportiert. Getreide, Wein, Öl. Darauf waren auch die Nachbarn im freien Germanien scharf. Entlang der Flüsse, im Schutz der großen römischen Militärlager, siedelten Handwerker und Händler, die Keimzellen vieler deutscher Städte. Viele Waren wurden mit Schiffen transportiert. Es gab Reedereien, die den römischen Güterverkehr zu Wasser organisierten. Das Militär verdiente bei dem schwunghaften Handel immer kräftig mit, denn Geleitschutz gab es natürlich nicht umsonst. Landeshafen Wörth. Der spannendste Moment im Schiffsbauexperiment ist gekommen. So sieht der Stapellauf eines Römerschiffs im 21. Jahrhundert aus. Eine Containerbrücke hebt das 5 Tonnen schwere und 18 Meter lange Gefährt vorsichtig ins Hafenbecken. Anspannung. Schwimmt der Kahn? So, Männer, das Schiff ist im Wasser. Yes. Aber es ist nicht ganz dicht. Die Mutigsten wagen die Jungfernfahrt zum gegenüberliegenden Anleger. Hoffentlich geht alles gut nach all der Arbeit. Ins Schiff ist noch mehr Wasser eingedrungen. Doch die Experten beunruhigt das nicht. Das Schiff wird jetzt erstmal ein paar Tage wässern, das Holz quillt auf, die Verbindungen werden dicht, sodass das Schiff richtig schön abgedichtet ist. Und dann werden wir es hier vorbereiten für die Versuchsfahrt. Gesagt, getan. Schon sitzen Freiwillige zum ersten Mal an Riemen eines Römerschiffs. Auch ich habe mich gemeldet. Unsere Leistungen und die des Schiffs werden genau protokolliert. Schlagzahl, Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit. Dem Computer entgeht nichts. Und zwei. Und eins. Die Kommandos des Steuermanns helfen beim gleichmäßigen Einsatz der Riemen. Noch spritzt es zu sehr, doch mit jeder Stunde auf dem Wasser werden wir besser. Und die Blasen an den Händen größer. Okay.
Wahnsinn, was für eine Anstrengung. Endlich, Riemen bei. Eine kurze Verschnaufpause. Jetzt kommt gerade ein bisschen Wind auf. Meine Hoffnung ist jetzt, dass wir das Rudern einstellen und dieses tolle Segel hier hissen. Dann ist das nämlich nicht mehr ganz so anstrengend. Und tatsächlich, unser zweiter Motor kommt zum Einsatz. Doch zu früh gefreut. Zu fest ziehen. Geht bitte anprassen, Backbord nachgeben. Die Segelkünste unseres Kapitäns Christoph Schäfer kommen nicht zum Einsatz. Kaum da ist der Wind nämlich auch schon wieder eingeschlafen. So oder so ähnlich stellt man sich doch eigentlich Sklaven auf einer Galeere vor, die dann wirklich bis zum Umfallen gerudert haben. Aber hatten die nicht immer noch eine Trommel dabei? Eine Trommel haben wir hier nicht an Bord, da ist überhaupt kein Platz für da. Und Sklaven auf antiken Schiffen, das ist auch Fehlanzeige, denn da ruderten Soldaten hier auf solchen Schiffen. Und wie schnell kamen denn die Soldaten in solchen Schiffen voran? Nach unseren jetzigen Ergebnissen können wir sagen, dass selbst eine Landtruppe binnen weniger Tage den effektiven Gebrauch eines solchen Fahrzeugs erlernen kann. Es gibt auch einen Mast mit einem Segel dran, mit einem Vierkantsegel. Wann kam das zum Einsatz? Ein solches Rahsegel kam immer dann zum Einsatz, wenn man auch nur segeln konnte, denn es entlastet natürlich die Ruderbesatzung. Nach unseren Messungen können wir jetzt schon sagen, dass bestimmt 40% der Strecke auf antiken Flüssen im Norden Europas gesegelt werden konnten. Doch dank der Flaute dürfen wir erst noch mal ein Stündchen rudern. Mit der Lusoria Renana ist nicht nur ein Stück Geschichte lebendig geworden, sie zeigt auch, mit ihrem flachen Rumpf sind diese Schiffe tatsächlich sehr schnell und wendig und kamen damit auf den damals ungebändigten Flüssen der Antike sehr gut zurecht. Damit waren diese tänzerischen Schiffe, wie sie auch genannt wurden, hier auf dem nassen Limes mindestens so wichtig wie die Kastelle und Wachtürme entlang des echten Limes. Die Germanen hatten dem nichts Vergleichbares entgegenzusetzen und so schafften es die Römer mit einer Flotte von Hunderten solcher Schiffe, den kompletten Flussverkehr hier zu kontrollieren. Letztlich haben sie die Binnenschifffahrt erfunden. Römische Soldaten als Ruderer. Ganz schön clever, denn so waren die Schiffe schwimmende Kleinkastelle. Und die Legionäre konnten an jedem beliebigen Uferabschnitt sofort eingesetzt werden. Ein Ländeburgus. Von diesen schwer bewachten Anlegestellen aus konnten Waren, Soldaten und Nachrichten dann über das römische Straßensystem weiter transportiert werden. Meilensteine, die in regelmäßigen Abständen entlang der Wege aufgestellt waren, dienten der Orientierung. Erst die Straßen erschlossen die römische Welt hinter den Flüssen, auch in den germanischen Provinzen. Die Verkehrswege waren damals einmalig. Sie erlaubten Reisen in bisher ungeahnter Geschwindigkeit, selbst bei schlechtem Wetter, da die Wagenräder nicht mehr wie bisher im Matsch versanken. Auch das weit verzweigte Straßennetz der Römer war also mit System angelegt. Damit die Kutscher nicht über Schlaglöcher fluchen mussten, bauten die Römer ihre Straßen in einem mehrschichtigen Aufbau. Er ist bis heute vorbildlich. Über eine Frostschutzschicht aus großen Steinen kamen mehrere Lagen immer feinerer Schüttungen, die dann noch mit Steinplatten abgedeckt waren. Qualitätsarbeit, typisch für die Römer. Dies ist ein römischer Straßenatlas. Ähnlich gute Karten gab es in Europa erst wieder sehr viel später. Eingezeichnet waren die Routen im Römischen Reich mit Entfernungsangaben, aber auch Städte und Raststationen, die so ähnlich ausgesehen haben könnten wie die hier hinter mir. Und wie so vieles bei den Römern waren auch die Raststationen nach klaren Vorgaben gebaut. In Hechingenstein, gegenüber der berühmten Hohenzollernburg, wird so eine Raststation seit etlichen Jahren ausgegraben.
Die Archäologen haben herausgefunden, dass die Station an einer Hauptverbindungsstraße gelegen war und gleichzeitig Teil einer Villa Rustica, eines römischen Landguts. So konnten die Reisenden mit Speisen aus eigener Herstellung verwöhnt werden. Die römischen Landgüter lagen meist im Hinterland des Limes. Und so hat die Villa Rustica von Hechingen-Stein zu ihrer Blütezeit ausgesehen. Teile der Gebäude wurden auf den originalen Grundmauern rekonstruiert. So können Besucher mit eigenen Augen sehen, wie großzügig die Römer bei uns gebaut haben. Die Villa verfügte über alle Annehmlichkeiten der römischen Zivilisation. Latrinen mit fließendem Wasser, großzügige Gärten und eine Vielzahl von Gebäuden mit den verschiedensten Funktionen. Das prächtige Haupthaus, in dem der Verwalter wohnte. Zahlreiche Lagerhallen, Werkstätten für Schmiede und Küfer. Es gab Ställe für das Vieh, eine Bäckerei und als Highlight eine hauseigene Brauerei. Neben der Brauerei lag ein eigener Tempelbezirk, um für eine gute Aussaat und Ernte zu bitten. So eine Villa Rustica war eine kleine römische Welt für sich, mitten in Germanien. Vor 2000 Jahren eroberten die Römer den Südwesten Deutschlands. Mit genagelten Militärstiefeln, gewaltigen Geschützen und dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Gesichert haben sie ihre Provinzen mit Flusskriegsschiffen auf Rhein und Donau und dem beeindruckenden Grenzwall Limes. Der Limes ist das größte Bodendenkmal Europas und heute Weltkulturerbe. Aber die Römer brachten uns weit mehr als Soldaten und Kastelle. Sie beglückten uns mit dem Vorläufer der Bundesliga, Gladiatoren in der Arena. Brot und Spiele, um das Volk bei Laune zu halten. Im Gefolge der römischen Legionen kam noch viel mehr zu uns. Prächtige Badeanstalten, die Thermen. Mit Fußbodenheizung, versteht sich. Das Frischwasser für das Badevergnügen kam schon damals von weit her, über Fernleitungen, eine technische Meisterleistung. Öffentliche Toiletten, ebenfalls eine römische Erfindung. Mit ihr ließen sich gute Geschäfte machen. Auch davon verstanden die Römer etwas. Ihre Lebensart, ihre Errungenschaften und ihre Städte haben unser Land verändert. Und bis heute finden wir sie, die Spuren der Römer im Südwesten.